Hallo zusammen zu einer neuen Folge am Tisch, diesmal mit Amir. Genau. Genau. Hallo Mikanal, also das ist das erste Mal, dass ich vor der Kamera so eine Videoaufnahme mache. Kein Problem. Dann weiß ich nicht genau, ob ich jetzt dir anschaue. Wir reden miteinander und die Kamera schaut zu. Ach so. Weil, nicht ganz so einfach. Dann Amir. Schaue ich dich lieber an als Kamera. Ja, das ist nur Detail am Rande. Ja. Eine Frage. Amir ist ja nicht gerade aus der Schweiz. Von wo bist du ursprünglich? Ich bin Iraner. Iraner? Ja, genau. Und seit wann bist du in der Schweiz? Seit 2016, jetzt ist es über 5 Jahre. 5 Jahre? Ja, über 5 Jahre. Okay. 5 Jahre und knapp. 4, 5, also 5. Warum bist du von Iran weggegangen? Das ist eine lange Geschichte, dass ich jetzt gerade darüber nicht vor der Kamera reden will und so, aber das hat sich Gründe, das ist einfach. Was? Du bist Flüchtling. Du bist Flüchtling. Ja, genau, richtig, ja. Ich kenne mich da nicht aus. Wie flüchtet man? Geht man da mit dem Auto, Flugzeug, Zug? Wie geht das? Wie also, funktioniert das? Also bei mir war es so, dass ich über die Grenze erst nach Türkei, von Iran nach Türkei gelaufen bin. Gelaufen? Ja, genau. Okay. Und also nicht gerade von Mitte von Iran, sondern von Mitte bin ich nach also gefahren bis in den Grenzstaat, oder? Ja. Dann musste ich die Grenze überschreiten, oder? Ja. Es hat ein paar Stunden gedauert. Und dann Türkei, dann nach Griechenland und so weiter, bis ich da gelandet bin. Und seid ihr da immer wieder mit Auto gefahren oder wie funktioniert ja, das? Ja, man hört immer 1000 Kilometer gelaufen. Ist das nein, das ist nicht so. Nein, das okay. Ist, du kannst auch nicht. Sonst dauert 3, 4 Jahre, 1000 Kilometer. Heutzutage muss man nicht schon laufen. Zwischendurch findest du ein Taxi oder was auch immer. Es gab auch Zug oder es gab 1000 Möglichkeiten, man kann 1000 Kilometer einfach laufen. Das ist klar. Also ja, ich glaube, das ist auch sogar mehr als 1000 Kilometer. Ja. Wie funktioniert das, wenn du bist dann direkt in die Schweiz gekommen oder von wo bist du gekommen? Du hast also erstmal Iran, Türkei, Griechenland, Makedonien und dann war ich in Kroatien, Slowakei und Österreich, Deutschland, Schweiz. So richtig Europareise. Ja, genau. So, aber ja, das war nicht so angenehm wie eine Reise. Das hat keinen Spaß gemacht. Das ist ein Unterschied. Das ist kein Urlaub. Nein, das war kein Urlaub. Wie ist denn das? Viele sagen, ja, geh nach Deutschland, das ist super, ist super. Warum gehst du in die Schweiz weiter? Also, du die Berge sehen oder was? Ja, nein. Also, wenn man einen. Wenn du auch eine Blume kaufen willst, oder? Dann kaufst du die schönste. Ah, okay. Ja. Und dann bist du in der Schweiz. Ja, genau. Wenn du in die Schweiz gekommen bist, als Flüchtling. Also ich wusste schon, dass die Schweiz das beste Land auf der Welt ist. Und wenn du einfach die Möglichkeit hast, um eine auszusuchen, dann suchst du dir die beste aus. Okay. Also ehrlich gesagt. Wenn du also in die Schweiz gekommen bist, als Flüchtling, durftest du eine Zeit lang nicht arbeiten. Und, also, oder wie funktioniert das? Es ist so, du hast schon Sprachprobleme oder was auch immer. Und ich glaube, erst 3 Monate oder 6 Monate, das erste 3 Monate darfst du sowieso nicht. Und ich glaube auf jeden Fall, dass Deutsch eine schwierige Sprache ist. Oder du brauchst schon gewisse Zeit, um auf ein Niveau zu kommen, um irgendwo arbeiten zu können. Ja. Sonst, also du hast die deutsche Sprache jetzt hier gelernt? Ja, genau. Okay. Also ich habe auch keine Schule oder was auch immer gemacht. Ich habe alles über YouTube selber gelernt. YouTube? Ja, genau. Nein, aber wirklich, ich habe keine einzige Schule besuchen musste oder was auch immer. Weil, also, als ich da kam, in der Zeit war es so, dass du erst die Bewilligung bekommen musst, dann haben die dich nach Schule geschickt oder was auch immer, dann konntest du erst damit anfangen. Aber ich habe mir gedacht, das dauert vielleicht noch 2, 3 Jahre, oder? Und in der Zeit kannst du nicht ohne Sprache einfach leben, oder? Ja. Musst du auch irgendetwas machen. Und dann kam ich auf die Idee, dass ich jetzt mit YouTube oder was auch immer versuche. Dann es gab auch Persisch, das, also verschiedene Videos. Grammatisch habe ich angefangen. Respekt. Also mit YouTube die Sprache lernen, ja. Das ist schon. Ja. Und dann habe ich auch viele Freunde gehabt, dass die mir auch Interpret geholfen haben. Das muss ich auch ehrlich sagen. Und heutzutage bin ich, also das habe ich auch verdankt zu anderen Menschen, die mir einfach geholfen haben, oder? Und irgendwann durftest du anfangen zu arbeiten? Ja, genau. Also nach den ersten 2 Jahren habe ich sowieso nicht gearbeitet, weil ich täglich, ich habe mir auch wirklich die Zeit genommen. Jeden Tag 8, 7 Stunden. Nach 2 Jahren war ich schon auf gewissem Niveau,
um zu sagen, hey, jetzt kann ich mit der Arbeit anfangen und so. Dann du kannst dich so weit verständigen, dass die anderen dich auch verstehen. So. Ja, genau. Ja. Dann habe ich da einen Job als Teller, also Spulen habe ich da angefangen. Teller-Racher. Ja, genau. Und das war knapp 2 Monate. Also, das und war dann war Millionär. Teller-Racher zum Millionär. Nein, ich bin immer noch kein Millionär. Immer noch nicht. Okay, nein. Aber das kommt. Ja, sicher, okay. Es kommt sicher. Dann habe ich angefangen in Davos als Allrounder, oder? So servicemäßig und so. Und dadurch, dass ich da gute Zeugnis bekommen habe, konnte ich nach St. Moritz gehen. Und da habe ich auch noch einen coolen Job gehabt als Kellner. Also St. Moritz ist eher so, wie sagt man, gehobener Hotel. Ja, aber da war ich Kommi, oder? Und Kommi der Rang. Also so gewisse Gastrosprache. Also komisch ist der, wo es gibt Menschen, die eine Station fuhren oder in Gastro, oder? Ja. Die wissen, um was das geht und so. Dann habe ich Kommi da gearbeitet. Da habe ich auch meine eigene Erfahrung gemacht, habe ich ein bisschen gelernt und so. Und dann habe ich eine gut, also dann nachher habe ich, wo habe ich dann auch, dann habe ich noch eine Stelle, dann habe ich später als Chef der Rang Arbeit gefunden. Chef also, der Rang? Ja, das heißt, du hast eine Station und kannst du fuhren und so. Dann habe ich auch noch ein bisschen gearbeitet und so, dann habe ich wieder Erfahrung, also immer mehr. Du hast dich immer mehr aufgearbeitet. Ja, genau, das habe ich immer gemacht. Also im Gastrobereich vor allem. Ja. Und jetzt bin ich da in Chur und arbeite ich als Chef Frank im Restaurant, wo du weißt, du warst auch gerade unten. Und ja, also habe ich auch mal sogar in 5 Sterne-Hotel gearbeitet. Das war auch ein richtiger Da kann nicht Zeit. Jeder arbeiten, da muss man schon ein bisschen in die darauf haben, ja. Mehr kann man da nicht brauchen. Nein, also ja, weiß ich nicht. Aber dann habe ich auch noch viel gelernt, oder viel. Also immer man sieht und lernt man auch das, also wenn man will, oder? Ja. Wie lange bist du schon in Chur jetzt? Also, es ist eine lange Geschichte, ich muss das so erzählen. Dass ich am Anfang da war, dann haben die, also ich war da im Asylzentrum, da in Foral, oder? Ja. Es ist Schunglerstraße 10. Und da war ich ungefähr, erst Jahr war ich auf jeden Fall da, dann haben die mich nach Valkava geschickt, oder? Das war Valkava, genau. Weil es kamen so viele Menschen, oder? Dass die auch irgendwann keinen Platz mehr hatten. Die mussten auch die Leute einfach verteilen, also aufteilen, oder? Ja. Also verteilen. Du musst da noch schnell stillstellen. So. Die mussten einfach die Leute verteilen, weil es kommen immer mehrere Leute dazu und die müssen auch für die Platz haben. Dann haben die mich irgendwo in eine so eine kleine Kaffeesort. Aber es ist wirklich ein kleiner Kaffee. Metropole. Ja, das ist jetzt vielleicht 15 oder 30 Häuser, wenn überhaupt, mehr als nichts. Keine Einkaufsmöglichkeiten, so eine kleine. Von Chur ist es so 3 Stunden weit, also weit weg, oder? Ja. Weil wenn du von Zug nach Valhalla fahren musst, dann hast du schon locker 3 Stunden. Oder? Und wieder zurück ist der ganze Tag. Oder? Ja, dann ist der ganze Tag. Oder? Aber es gibt noch ein Dorf in der Nähe von Mustar, ich glaube es heißt Mustar, aber da musste ich auch gehen, wenn man einfach einmal Brot nicht mehr gehabt hat, oder 50 Minuten laufen oder so, oder dann musstest du auch, oder musstest du für Bus zahlen, das kostet wiederum 100, also 10 Stutz. Ja. Und wenn du wieder zurückfahren willst, okay. 20 Stutz, und wenn du jeden Monat nur 365 Stutz bekommst, dann ist es teuer, oder? Also ich meine, wenn du keine Stelle hast mit 365, oder? Entweder gehst du auf Riesen und sagst, hey, das geht nicht mehr, ich mach's. Und wenn du vermietest willst, dann musst du 100 Stutz zahlen. Dann ist es nicht mehr, oder? Dann ist es nicht teuer. Aber wenn du auch knapp mit dem Geld bist, 365, oder? Du musst auch daran denken, hey, ich muss mit dem Geld, oder? Mhm. Und es ist auch nicht so, dass es alles auf einmal bezahlt wird. Du bekommst einmal 180, einmal 165 oder 170, je nachdem. Immer die Plus. Ja, genau. Plus minus. Wie ist das eigentlich, wenn du in die Schweiz kommst, du bist in Valjava mit weil wenigen Einwohner sind viele. Also in Valhalla ist es Katastrophe. Da in Churingen, da waren wir ungefähr 6 Leute in jedem Zimmer. Mhm. Und was da alles abgelaufen ist und so, es gibt Psychopathen, es gibt Menschen einfach, die Schwierigkeit haben, eine schlechte Kindheit oder was auch immer. Es gibt, weil das sind auch nicht alle normale Menschen, oder? Es gibt Menschen auch, die viele Probleme gehabt haben und wegen dem mussten die auch noch fluchten, oder? Ja. Und das hat alles wiederum Wirkung auf deine, auf seine Unterbewusst, also auf ihre Unterbewusst oder was auch immer, ja. Oder? Es gibt vieles, oder? Aber ich sage das, also ich habe
daraus habe ich auch viel gelernt, oder? Du kannst aus Schlechten immer die Besten auch machen. Sage ich auch immer, ja. Also ich bin froh, dass ich da gewesen bin, auch sogar mit der. Also es gibt auch sicher gute Menschen. Es gibt Bos und gut überall. Aber wenn du mit schwierigen Menschen zu tun hast, dann lernst du auch viel daraus. Dann lernst du mit dem umzugehen. Ja, genau. Wenn andere schwierig kommen, dann hast du schon Erfahrung. Ja, wenn du immer noch alle super Typen kommst, jemand der macht einmal, dann bist du schon. Ja, genau, dann hast du vorrecht. Ja. Aber jetzt, wie lange arbeitest du hier schon in Chur? Jetzt bin ich, also ich glaube, seit 7-8 Monaten. Oder sogar mehr, länger. Das wäre 2020, bist du in den Lockdown reingekommen? Oder vorher schon? Also Lockdown hab ich auch gehabt, als ich ich kann mich recht gut nur recht dran erinnern. Letztes Jahr im März, da war genau, Lockdown. Warst du da? Da war ich in Davos. In Davos? Ja, und Das ist Wintersaison. Und ich glaube, der letzte Tag war das Sonntag. Ja. Ja, der letzte Tag war Sonntag. Die hat dann überall die Terrasse vollgehabt, oder? Und dann kommen langsam die Berichte aus China oder was auch immer, dass der Coronavirus gekommen ist und so. Und so. Und am Anfang habe ich gedacht, Und dann hören wir uns in Italien. Ja, genau. Und irgendwann, dann kommt er in Tessin. Dann irgendwann haben die gesagt, oh, morgen muss er alles zumachen. Oder ich kann mich echt gut daran erinnern. Und das war eine Winter-Saisonstelle im Winter, oder? Ja, das war Winter, aber dann Lockdown, es hat gedauert bis zum Sommer, oder? Ja, aber normal ist eine Wintersaison bis Ostern oder so. Und das war ja ziemlich vorher März. Genau. Zack, oder? Ich glaube, das war März, falls ich mich erinnere. Ich weiß nicht mehr genau, aber früh vor den Ostern war das. Ja, genau. Und dann? Ich glaube, das war wann war das? Das war im Februar, oder? Was? Im Februar? März? Ist im März. Ja, genau. Das war Februar oder März, Du hast ja eigentlich normal gerechnet, ja, bis Ostern oder so, bis Arbeitsvertrag, oder? Und was sagt dann dein Chef? Okay, komm, wir müssen zumachen. Und ja, da gab es auch acht. Ich glaube, das weiß ich auch genau jetzt nicht mehr. Es ist lange her, aber es ist so, dass die, auf jeden Fall, es gab die Kurzarbeit, dass die 80% gezahlt haben, oder? Okay. Und also, ich meine, am Anfang, alle haben Angst davor gehabt, oder? Und so eine kommende Krise, das allgemein, die Geschäfte waren voll, wie Einkaufszentrum, du konntest... Du hättest Papier gekauft. Es gab nicht, oder? Dann habe ich mir auch, ich hätte die Leute gesagt, hey, ihr könnt einfach eure Ärsche mit Wasser putzen, oder? Oder was auch immer, oder? Es gibt tausend Möglichkeiten. Wetzelpapier ist das nicht so. Also, es gibt tausend. Bei uns in Iran, oder? Die muslimischen Länder, die putzen ihre Asche mit Wasser. Es ist aber wirklich so. Auch in Türkei, wenn du auf Wetzel bist, oder, dann siehst du. Also, ich meine, es ist kein dramatisches Problem, oder? Essen, wenn es um Essen geht, dann ist schon. Aber vor Wetzelpapier. Auf Toilette kann man noch lange gehen, aber Essen ist irgendwann mal fertig. Ja, genau. Wie sieht denn das aus? Du bist an Davos und dann bist du nach Chur gekommen. Dann bin ich nach Filisur, weil ich da eine Stelle hatte. Also erste zwei Monate Lockdown nicht, aber dann habe ich da eine Stelle gehabt. Die wussten auch nicht, ob die mich 100% einstellen können, weil die hatten auch Angst, ob es laufen wird, ob die Grenze zugeht oder was auch immer. Dann kam das Ding raus, also mit der Kurzarbeit und so. Die sagten, ja, ist okay, wir stellen die ein. Und wenn es nicht, dann zahlt der Staat halt. Aber das Problem ist so, also vor allem, wenn du als Kellner arbeitest, wenn du in alle Kadressrand, dann bist du auch viel abhängig vom Trinken, oder? Ja. Zum Beispiel jetzt da, wo ich gerade da unten arbeite. Also es läuft sowieso nicht so viel jetzt momentan, oder? Ja. Es ist schönes Wetter, es ist kalt. Du kannst nicht einfach, wenn es regnet, sagen, ja. Aber warte mal, machen wir kurz, nur kurz zum Schauen. Also du warst in Filisur und irgendwann bist du dann nach Chur gekommen. Ja, genau. Und war dann? Nein, dann war ich aus, da habe ich auch noch gearbeitet, dann hatte ich die Chance, Möglichkeit, um mal als Verkäufer zu arbeiten im Volkslenzerheim, oder? Ja. Das habe ich auch toll gefunden, da sagte ich mir, das ist cool. Und das war zu dieser Zeit offen? Also, die ohne Probleme? Nein. Ja. Also, da in Filisur ist es am Anfang gesagt, natürlich nicht so viel gelaufen, wie wir uns vor, also das war auch Corona-Krise oder was auch immer, die Leute hatten auch Angst gehabt. Ja. Und es gab weniger Touristen, was auch immer, das ist auch heute, das ist auch jeder bewusst, oder? Ja. Und dann gab es, dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich eine Stelle safe, weil da, wo die Leute einkaufen gehen müssen, das geht nie zu. Es geht um Lebensmittel. Genau. Und das geht nie zu. Dann dachte ich mir, oh, jetzt habe ich eine Chance.
Und versuch mal das, oder? Als Verkäufer. Ja. Und wenn du keine Ausbildung davor hast, oder? Und trotzdem du die Chance bekommst, ist schön. Dann hast du auch noch was gelernt, oder? Also im Verkaufsbereich, ja. Oder? Dann kannst du auch dich weiterentwickeln, um woanders arbeiten zu gehen, ja. Oder? Und dann habe ich da angefangen. Und dann, das war auch eine tolle Zeit, ehrlich gesagt. Da habe ich Zeit, also auf jeden Fall. Gewisse Zeit habe ich da gearbeitet, dann bis irgendwann, dann hatte ich da unter einen Kollegen gehabt, ruft er mich an und fragte mich, hey, ob du heute mich kurz helfen kannst im Restaurant. Und sagt, ja, hab frei, warum nicht? Dann fahre ich da runter, hänge ich da im Restaurant und die fragen mich, ob ich da Interesse habe zu arbeiten. Erster Tag mache ich alles, also Bestellung aufnehmen, bam, 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 bam. Kennst du ja schon von vorher, wie das funktioniert. Ja, genau, ich wusste auch schon, ich war schon im Gastro. Ja. Und dann sagte also Frau von Chefin war auch da, und hat sich alles zugeschaut und hat gesagt, bah, Junge, passt, wenn du willst, werde ich gerade mit dem Chef, kommst du in meinen Vertrag und so. Und dann sagte mir, bah, muss ich mit und so, dann haben die wirklich mir einen tollen, also wirklich guten Lohn von mir vor allem, die haben das vorgeschlagen. Dann sagt er, okay, passt, das komme ich da runter. Dann habe ich da angefangen. Und jetzt was sagen die vom Lebensmittelgeschäft? Ja, okay, gehst du oder machst du Kündigungs? Ja, ich habe sowieso Dings gehabt. Ja, und da, die waren auch nicht so zufrieden, muss ich auch ehrlich sagen. Weil ich sie wollten, dass du bleibst? Da, da oben? Ja. Nein, nein, eben nicht. Weil da hatte ich auch fast keine Ahnung gehabt. Oder? Ich habe im Verkaufsbereich und so ein paar. Jetzt kommst du von anderen Branchen, das ist von null, oder? Ja. Also, aber ich hatte schon die Möglichkeit gehabt, und ich habe auch viel, viel gerettet. Also, ja. Dann komme ich da runter, jetzt bin ich seit eigentlich 9 Monate so. Letzten Herbst, das ist ja im Herbst, 7, 8 Monate oder Sommer, bist du wieder hergekommen. Ja, genau, das war im Herbst, glaube ich, weiß ich nicht. Da war noch offen. Alles, auch Restaurant, alles. Weil das hat ja erst im Dezember hat es geheißen, Restaurant schließen. Ja, das war noch alles offen. Mhm. Aber trotzdem, dann komme ich da runter, habe ich ungefähr 2-3 Wochen, also dann haben wir jeden Tag was Punkt vor. Also das ist gut gelaufen, oder? Ja. Das war die Zeit, dass sie alles wieder aufgemacht haben, oder? Und die Leute hatten dann einfach Bock wieder drauf, rauszugehen, etwas zu machen oder was auch immer. Und dann hast du auch sofort gemerkt, hey, da ist wirklich. Das ist schön, oder? Auch in Lenzerheide. Man kann wieder richtig arbeiten. Und auch in Lenzerheide, was wir, also in der Zeit, dass ich in Volk gearbeitet habe, die haben einen Mangel von Personal gehabt, weil die hatten mir gesagt, Umsatz, was wir jetzt gemacht haben, machen wir nicht einmal im Winter. Weil da hatten wir täglich 30.000, 40.000 Franken Umsatz, was nicht einmal im Winter läuft. Ja. Dann noch mehr, oder? Es gibt Skifahrer und das haben wir nicht einmal, das Umsatz, was wir gemacht haben, die haben nicht einmal in den Winter erreicht. Okay. Und das Laden war täglich pumpevoll. Weil ich glaube, es gab auch Maskenpflicht in anderen Kantonen, oder? Und die wollten alle nach Lenzerheide oder nach Graubünden. Oder? Da also, gab es keine Maskenpflicht auf der Straße. Da war irgendwie Zürich oder Aargau, hatte Maskenpflicht, wir noch nicht. Ja, genau. Alle sind da gekommen. Und Lenzerheide, hey, was da alles abgelaufen ist mit Velofahrern und so, Pumpe so. So was hat man nie, also in Lenzerheide vor allem erlebt. Und hier in Chur kam dann irgendwann auch die Maskenpflicht, Kanton Graubünden. Aber nicht auf der Straße, das haben wir immer noch nicht. Theoretisch nicht, aber es laufen viele mit Masken. Ja, die sind ja halt auch daran gewohnt, oder? Also, die brauchen das und haben Angst. Die haben Angst vielleicht. Ja. Wenn jetzt war, dann war ja im Dezember, hieß es plötzlich, Restaurant geschlossen, weil es zu gefährlich. Ja, genau. Winter. Das war alles. Also, und was ich da wiederum so komisch gefunden habe, dass es so war, die haben das alles zugemacht, aber vor Hotellerie und so. Alles offen. Und da frage ich mich, wieso? Vielleicht kein Corona-Unterschied von Restaurant und Hotel. Also, ich wenn so Corona, vielleicht, ich glaube nicht, dass Corona so schlau ist, aber wenn, dann. Pass auf, dass diese Mutanten sind. Und dann habe ich mal, also, meine Kollegin, also die Frage habe ich das gestellt, oder? Und meine Kollegin. Und sie sagte mir, ja, Amir, weißt du, die da oben sind oder in Bern, Bundesamt und so, die müssen auch irgendwo ihre Ferien genießen können. Ja, dann ist das Hotel offen. Dann ist das Hotel offen, das ist kein Problem, oder? Ja. Aber Restaurant, da müssen die auch irgendwo einfach ihr Leben genießen können. Dann ist das alles offen, oder? Von Thema. Was hast du denn, ich sage jetzt mal, den ganzen Winter gemacht? Du konntest nicht arbeiten, was ist denn passiert? Das war richtig eine scheiße Zeit. Also, es ist so,
Es gibt Leute, die darüber einfach lachen und sagen, du hast Schockgeleben gehabt, dein Lohn ist es einfach auf Konto gekommen und so. Erstens muss ich sagen, hey, pass auf, oder? Weil in der Zeit ist es erst alles zu, oder? Ja. Und du kannst nichts machen. Was willst du? Du kannst keinen Sport auftreiben oder was auch immer, was du. Du kannst auch, also vor allem in meinem Zustand, weil ich bin immer noch Asylbewerber. Ich darf immer noch nicht die Grenze überschreiten oder was auch immer. Also du darfst gar nicht nach ins Ausland? Nein, darf ich nicht. Und also für mich, mit Corona oder ohne Corona, konnte ich sowieso nicht nach Ausland. Weil ich habe, also ich bin ein Asylbewerber, ja. Darf ich nicht. Und die haben sich noch nicht entschieden, ob ich da bleiben darf. Und es ist wieder eine lange Geschichte. Für mich, vier, fünf Monate musst du zu Hause bleiben, kannst du nicht Sport auftreiben oder was auch immer, Fitnessstudio, kannst du nicht schwimmen gehen oder und dann bekommst du Depressionen. Das ist ein echt, wie ein Gefängnis. So. Das ist wie ein Gefängnis. Ich habe meine Wohnung gehasst, bis es nicht mehr geht. Du, was willst du machen? Ja. Und dann Problem ist, dass du auch noch 80% von deinem Lohn hast, du hast es nicht 100% und innerhalb 5 Monate, dann fehlt dir 5 mal 20%, ist das 100%. Und dann bei. Und auch trinken, was du nicht hast. Oder? Ja. Das ist genauso, also nicht so viel wie Lohn, aber das ist schon. Ein großer Teil macht Trinkgeld aus. Ja, das macht viel aus. Das ist schon bemerkbar auf jeden Fall, oder? Mhm. Und das fällt dir alles. Aber trotzdem, Krankenkasse musst du gleich zahlen für die Wohnung. Das ist auch nicht 80%. Nein, du zahlst nicht für Krankenkasse 80% oder auch für die Wohnung, die du hast. Ja. Die Wohnung, die du hast, davon musst du auch 80% zahlen, oder? Ja. Oder die kostet alles, was du gehabt hast. Ja, stimmt, du konntest auch nicht saufen gehen. Damit konntest man ein bisschen auch, sparen, aber ja, es ist. Aber es ist auch schwierig. Aber dann hast du auch verschiedene Krankheiten. Mhm. Nach 5 Leuten kannst du die Leute nicht mehr umarmen. Was ist von Natur her? Wir Menschen brauchen wir auch das. Ja. Wir sind kollektiv. Wir brauchen uns. Und wenn jeder kommt, Distanz, Maske und Angst. Und so, alles, oder? Weißt du, das alles macht auch wieder dein Immunsystem schwer. Also dein Immunsystem wieder, das tut sich dadurch schwächer. Ja. Weil wenn du ständig auch eine Maske an hast, dann kannst du auch nicht mehr richtig einatmen. Und das hat sicher eine Wirkung auf deine Zellen. Du kriegst weniger frische Luft. Ja, so. Genau. Ja. Alles. Gesundheit. Früher habe ich immer gesagt, Gesundheit ist, du musst rausgehen, Sonne, du musst, ich sage jetzt mal, Orangensaft trinken, Früchte, ja, genau. Gemüse und. Jetzt heißt es nur noch zu Hause bleiben und kein Kontakt. Das hat sicher alles eine schlechte Wirkung auf dein Immunsystem, oder? Ja. Und wie immer ist es so gewesen und es wird auch immer so bleiben, wenn du schwächere Immunsystem hast, dann hast du noch schwächer, ist es gefährlich. Dann ist es gefährlicher auch vor Corona oder auch was auch immer, oder? Dann, dann kannst du auch nicht, wenn du mal auch hast, das Virus, oder? Ja. Dann kannst du auch nicht dagegen, also dein Körper, die Zellen, die du dafür hast, die Zellen, die dafür zuständig kann sind. Kann sich nicht wehren. Nein, gar nicht. Ja. Also dann, es wird auch immer schlimmer. Das wird nie besser. Denkst du, die Schweiz ist immer noch ein freier Staat jetzt? Oder also was hast du für einen Eindruck so? Das werde ich am 13. Juli sagen. Ist es 13. oder 12.? Ja, das werde ich dir dann sagen. Aber es ist viel abhängiger, ob das nein oder in, das finde ich einfach schlimm, ehrlich gesagt. Also ich habe schon Informationen darüber gelesen, weil das interessiert mich auch. Ja. Aber also ich muss sagen, Respekt, Asylbewerber und du interessierst dich für die Abstimmung in der Schweiz. Und das habe ich auch so schlimm, also in der Zeit, dass alles auch zu gewesen ist, oder? Ich muss auch ehrlich sagen, weil da unten arbeite ich und das ist, da, neben mir ist es gerade die Straße, dass du nach Lenzerheim fährst. Ja. Und jeden Tag habe ich gesehen, dass der Bus pumpevoll gewesen ist. Und also, der Restaurant war zu. Meinst du ein Postauto? Ja, genau. Ja. Das war pumpevoll. Das war so voll, dass die Leute keine Plätze mehr hatten, um sich zu sehen. Die mussten einfach nebeneinander stehen bleiben. Also das war in der Wintersaison, ja. Die sind alle mit dem Bus nach oben gefahren, sitzen so zusammen im Bus oder stehen, eine halbe Stunde. Und was ich auch gemerkt habe. Und im Restaurant darf man nicht auf die Straße was essen. Ja, genau. Und was ich auch gemerkt habe, auch in der Lebensmittelladen oder was auch da hast, auch keine richtige Abstand oder im Zug. Jeden Tag, wenn du am 7 Uhr aufstehst, um Arbeit zu gehen, da in Chur, war pumpevoll nach Langquart. Ja. Das war pumpevoll. Und ich meine, wenn da Corona dich nicht erwischt, dann kann auch die nicht im Restaurant verwitschen. Weißt du,
das ist nur unsere Logik, wir sind dumm. Das haben sehr intelligente Leute, haben das beschlossen, wie das muss funktionieren muss. Ja. Die denken ganz anders. Wir beide sind, wir vermissen das, wir sind dumm, wir verstehen das nicht. Ich weiß auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Wenn du schaust in Zürich, Tram oder U-Bahn oder was auch immer, ist auch alles so. Aber draußen ist auch irgendwie in einem Restaurant, gut, jetzt habt ihr auch hier im Gartenrestaurant offen. Ja. Eine Frage, wir haben Termin abgemacht, das ist ganz einfach. Wann hast du Zeit? Bei schlechtem Wetter, gell? Ja, genau. Jetzt kannst du nur arbeiten, ihr habt die Terrasse da offen, unten. Ja. Wenn schön Wetter ist. Wenn es regnet, kommt natürlich niemand. Ja, genau. Wie ist dein Arbeitsplan jetzt? Also voller Marsch. Voller Marsch. Abhängig, oder? Weil, früher hattest du einen Arbeitsplan Montag, Mittwoch, ja, Freitag, genau. Samstag und jetzt Wetterprognose. Ja, genau. Wie funktioniert ja, das? Ja, genau, so ein bisschen so. Es ist ein bisschen abhängig davon, oder? Und da, wo ich auch lange Zeit einfach nicht mehr gearbeitet habe, darf ich auch nicht. Also bin ich auch kein Mensch, der sich beschwert. Ja. Jetzt bin ich auch froh, dass ich wieder mal arbeiten darf. Oder? Ich komme aus der Wohnung raus. Und es ist auch so, es ist viel abhängig davon, oder? Weil es muss auch, man muss auch darüber grübeln, oder? Wenn du die Trasse aufmachen willst, dann es muss sich auch lohnen, oder? Right. Dann musst du auch genug Umsatz machen. Sonst, weil wenn du aufhast, dann musst du Personal auch davor haben. Mhm. Egal, ob du die Umsatz machst, das Umsatz machst oder nicht, oder? Wie funktioniert das jetzt? Macht ihr auch, ihr habt Terrasse auf, dann ist gleich auch mit Essen oder nur Getränke, oder wie funktioniert beides. Das? Beides. Ja. Das heißt, ihr braucht Personal in der Küche? Ja, genau. Ihr braucht Personal im Service? Ja, genau. Und das normale sind Abläufe, zwei, oder? Drei Leute, die Umsatz. Arbeiten. Ja, so. Vielleicht noch mehr. Ja. Und, du musst es auch denken, wenn die Leute nicht kommen. Aber der Chef muss davor zahlen, oder? Ja. Und die zahlen immer noch Miete und alles. Ja. Und das ist schon hart, oder? Vor allem für die ist es eine richtig schlechte Zeit. Also das merke ich. Also dein Chef merkt auch, hey, das ist eine gute. Ja, auf jeden Fall. Nicht nur mein Chef, also alle anderen, glaube ich, auch, oder? Ja. Und dann gibt es auch so manchmal, sorry, aber dumme Gesetze, oder? Während der Konsumierung nur darfst du die Maske abziehen. Das heißt, du darfst essen und sobald du mit Essen fertig bist, oder? Dann musst du die Maske wieder aufziehen. Schön? Ja. Jetzt? Ja, du musst am Tisch die Maske schon haben. Und nicht nur beim Aufstehen. Nein, du musst schon am Tisch die Maske haben. Also du musst es tragen. Die Maske musst du schon tragen. Was machst du, wenn jemand kommt, ich trage keine Maske, ich bin gesund, ich will keine Maske tragen? Ja, also es tragen. Ist auch so, was musst du machen? Ich sage dir auch ehrlich, die Leute, die am Tisch sind, also auf jeden Fall muss ich dir ja sagen, hey, sorry, es geht nicht, wir müssen auch unsere Regeln halten, oder ich will auch nicht meinen Job vermissen. Ja. Die kommen und nehmen sich Platz, oder? Dann kannst du dir vorstellen, du hast einen Stange oder was auch immer von dir, Maske anziehen, trinken wir, Maske anziehen. Und ich meine, wenn das Virus in der Zeit, dass du gegessen hast, vor allem von den Dingen, die vis-à-vis ist, nicht einfach verwitscht, oder? Da kann auch nicht spannen. Ja, vor allem, mir kommt gerade in den Sinn, weißt du nimmst jetzt dieses Glas, wo der andere Mund hat, nimmst du ja nachher und dann gehst du abwaschen. Ja. Musst du jedes Mal noch Hände desinfizieren. Also, das Virus ist... Und, es ist, ich sage immer, die Maßnahmen sind... Aber Verhältnis stimmt nicht, verstehst du? Ja, genau. Also, das Virus ist so klein, aber Maßnahmen so groß und zwischendrin ist einfach, man versteht es nicht. Die einen sagen so, die anderen so und jede Woche gibt es neue Gesetze oder auch Verordnungen und so. Und muss ich dir auch ehrlich sagen, also die Leute, ich würde sagen 80-90%, die Leute langsam merken, die sind auch nicht mehr, also die sind nicht dumm, die Menschen, alle haben schon einen gewissen Verstand, oder? Ja, ein schlauer. Vielleicht ein bisschen eine mehr schlauer oder was auch immer, aber die Menschen haben schon genug Verstand, um alles langsamer zu erfassen. Und sie merken langsam, hey. Ja, weil jetzt siehst du auch am Tisch, überall, auch wenn du durch die Stadt läufst, oder? Dann siehst du vier Leute auf jeden Fall am Tisch, oder? Alle haben keine Maske, und solange dass sie am Tisch sind. Ja, wenn die aufstehen, dann schon. Dann tragen die Maske. Aber wenn die am Tisch sind, dann siehst du fast kein Mensch, wo einfach sich daran halten, obwohl das als ein Gesetz gilt. Aber macht das man nicht. Aber es ist auch nicht logisch. Nein, es ist nicht logisch. Auf jeden Fall ist es nicht logisch. Dann gehen Sie mit dem Zug wieder irgendwo so rein. Ja, das verstehen die Leute auch langsam. Weil, also ich bin auch nicht einer, der keinen Respekt gegen Gesetze hat oder wo einfach will das verstoßen. Und,
Das ging auch aber so eine. Das Verstehen von den Gesetzen ist immer schwierig. Ja, genau. Aber ich meine, Gesetze gibt es auch, um alles so besser funktionieren. Und wenn es mal nicht das macht, dann wieso sind die Gesetze da? Oder? Vor allem, wenn du Gesetze machst und es funktioniert immer weniger. Das ist schwierig. Dann stimmt etwas nicht. Ja, also ich meine, Gesetze sind da, um uns zu helfen. Ja. Um uns zu beschützen, oder? Oder was auch immer. Und wegen dem muss man auch daran Respekt halten. Mhm. Es ist so, oder? Und die Menschen, jetzt langsam merken, oh, pa, die können einfach, das kannst du nicht mehr. Aber ja. Sie denken, ich sehe es so, es gibt immer mehr Menschen, die sagen, what the fuck, was soll das? Ja, genau. Ein Jahr lang, das ist so gefährlich, so gefährlich, so gefährlich. Oder das, und das ist nichts Besseres als... Aber was dann auch wiederum so kommt, schau mal, du kannst auf der Terrasse am Tisch nur 4 Leute, oder? Aber da, außerhalb der Terrasse, 15 Leute dürfen miteinander sein. Auf dem Parkplatz, was auch immer, oder? Also wir sind... Am Bahnhof. Wir sind 4 Leute hier, 4 Leute hier und dann gehen wir rüber, zusammen, reden miteinander, dann sind es 15. Ja, und ich sag dir mal ehrlich, oder? Ich habe auch das mal erlebt, oder? Kommen die Gäste, also die sind vis-à-vis, oder? Die laufen die Straße rüber zu mir und 8, 9 Leute waren die auf jeden Fall, also auf jeden Fall, oder? Mhm. Die sagen, können wir einen Platz nehmen? Die waren eine Gruppe, die waren schon miteinander. Und ich muss sagen, nein, ihr müsst zwei verschiedene. Aber ich sage, hey, du hast doch uns gesehen, wir waren alle miteinander, oder? Ja. Und dann musste ich denen sagen, nein, sorry, aber ich darf einen Tisch nur von 4 Personen. Und die müssen auch getrennt. Also. Jetzt musst du vorstellen, du sagst, ja, ist logisch, ich habe sie gesehen, jetzt kommen alle 8 an einen Tisch. Okay. Und jetzt kommt irgendeine Polizei vorbei und sind 8 Personen. Ja, dann, wer hat Probleme? Dein Chef, du und dein Chef. Ja, genau. Darum. Es ist schwierig, dass... Das ist alles, ja. Aber verstehen die Leute das? Kannst du sagen, ja, das ist wegen diesem Corona... Ja, dann, die haben schon Verständnis dafür, ja. Dann sitzen sie hier und sprechen rüber zum anderen. Ja, genau. Das machen die. Es ist wahnsinnig. Wie funktioniert das? Du hast ja, ich sag mal so, durch diese ganze Arbeit, die Stellenwechsel und so, hast du ja nicht immer, ich habe so viel Geld, das ist einmal mehr, einmal weniger. Ja, genau. Wie funktioniert das bei dir? Wie lebst du so? Kannst du sagen, ja, kriegst du Reserve oder machst du einfach, ja, dann diesen Monat trinke ich nur Wasser und Brot oder wie machst du das? Also wie meinst du das, wie ich das mache? Weißt du zum Beispiel, wenn, das ist, nennt sich ja, geregeltes Einkommen, jeden Monat gleich viel Lohn, oder? Ja, jetzt ja. Kriegst du Trinkgeld, alles zusammen, nächsten Sonntag, Lockdown, zack, 80%. Ja, und also dann, wie machst zum Teil, wie, weiß ich auch. Sparen? Oder? Ja, also ich spare ja auf jeden Fall viel, oder? Und zum Teil weiß ich auch, wie viel ungefähr ich jedes Monat verdiene, oder? Ja. Also ungefähr kann ich schon rechnen, oder? Ja, fast jetzt. Und dann hast du günstige Wohnung. Ja, genau. Günstig leben. So. Ja, genau. Dann mache ich auch auf Schlauheit, also Wissen. Und vor allem, ich habe keine Frau, keine Kinder. Das ist das Teuerste, ja. Das ist das Teuerste, oder? Also ich meine, solange dass du allein bist, dann passt es. Dann ist es ja. Okay. Aber wenn du mal eine Frau zu Hause hast, wo nicht in der Lage ist, dass sie auch so arbeiten gehen kann, oder wegen Kinder oder was auch immer, dann ist es natürlich noch schwieriger. Aber wenn du auch allein bist, kannst du auch eine Wohnung mieten, wo 60 oder 100 Franken nur kostet. Ja. Was auch immer, ein Bett, kleine Küche, dann passt es auch. Was wünschst du dir von der Schweizer Bevölkerung am 13. Juni? Nein. Okay. Einfach ja. Das auf jeden Fall. Dann hast du es ist mir wichtig. Ja. Sehr gut informiert über Gesetze. Ja. Auf jeden Fall nein. Und einfach nur die alle bitte, dass sie alle drauf, auch die jungen Menschen. Weil das Problem ist, dass in der Schweiz, was ich auch gemerkt habe und was ich Elon, habe ich auch mal darüber gelesen, nur 38% der Menschen sich daran teilnehmen. Ja. Bei Abstimmungen. Und das ist zu wenig. Das ist wirklich zu wenig. Weil, egal ob du das akzeptieren willst oder nicht, dass Politik, wie alles politisiert wird, oder? Mhm. Das hat so eine Richtung. Und direkt, nicht indirekt. Das ist nur ein kleines Ja oder ein kleines Nein, aber dahinter ist es so groß. Das hat so eine direkte Wirkung auf dein Leben. Ja. Persönlich, betrifft dich. Und es ist, und wenn ich nur sehe, dass die Menschen so uninteressant, 38%, ja, bei Jagen oder was auch immer. Aber jetzt geht es nicht um Jagen oder was auch immer. Jetzt geht es um Freiheit. Es geht darum, dass man auch, dass die Menschen wieder anständig, würdig leben zu können. Also für mich ist es so.
Du, wenn ich so schaue, du hast immer eine gute Laune und so. Wie machst du das? Du sagst, ja, da wird meine Wohnung depressiv. Aber wie kannst du das immer? Du machst, wie sagt man, einen fröhlichen Eindruck. Zufrieden, glücklich. Wie machst du das? Also, ich kann viel akzeptieren. Viel akzeptieren. Das heißt, also ich versuche schon wieder gegen Fähren, oder? Aber bei gewissen Sachen kann. Wenn es schlechtes Wetter ist, kannst du nicht davor, oder? Ich bin kein Kat oder was auch immer das alles ändern kann, oder? Du nimmst es, wie es da ist, so. Ja, genau. Machst also, das Beste daraus. Versuche, dass ich immer die Beste daraus mache. Und auf jeden Fall bin ich wirklich ein kontaktfreudiger Mensch und habe ich auch viel Freunde. Ja. Immer. Also es war immer so, als ich auch in Iran war. Und jetzt, also ich bin nicht so lange da eigentlich, seit 5 Jahren, aber ich kenne fast die ganze Stadt. Ich habe Freunde in der Bank, ich habe Freunde in der Bäckerei, wo auch die, ich habe Freunde, wo Ärzte, Ingenieure, die wo Sandwichverkäufer, von allen verschiedenen Bereichen habe ich Freunde. Darf ich dich etwas fragen, und zwar angenommen, du hast ja gesagt, du bist jetzt im Asylverfahren. Wenn jetzt die Schweiz sagt, Asyl ist fertig und du musst dann zurück, was passiert dann? Wie funktioniert das? Ja, darüber, will ich jetzt gar nicht grübeln oder wie das? Nein, nur für mich. Dann heißt es, du musst zurück nach Iran oder wohin musst du? Also nach Europa, ich kann woanders nicht. Also auf jeden Fall, dass ich nach Deutschland wieder wegfluchte, also von Schweiz nach Deutschland, weil da habe ich Fingerabdruck, oder? Dann kommt das alles wieder raus und ich schicke mich dann zurück. Und wenn es mal einfach in der Zeit kommt, dass ich... Zweitens, also jetzt habe ich schon eine negative bekommen, ehrlich gesagt. Und da habe ich dagegen eine Einsprache gemacht, aber ist es lange her, vor 1,5 Jahren oder habe ich dagegen eine Einsprache gemacht. Und jetzt muss ich darauf warten und schauen, was es kommt, oder? Ja. Und wenn es schlecht kommt, hoffe ich das auf jeden Fall nicht. Aber dann habe ich wirklich ein großes Problem. Weil dann schicken die mich irgendwo auf den Berge mit Menschen, dort bekommst du 20 Franken per Monat, darfst du nicht mehr arbeiten. Also jetzt habe ich 100% Job, eine unbefristete Fertigung. Aber du kriegst jetzt nicht noch Hilfe vom Staat. Du lebst für dich selber. Ja, du bezahlst deine Rechnungen alle. Schon lange. Es ist seit auf jeden Fall 3-4 Jahren so. Ja. Ja, es ist lange so. Aber dann ist es doch besser, wenn man sagt, ja, okay, du arbeitest und schaust für dich. Ja, dann darüber musst du auch wieder drüber reden. Ich hasse es, mit Behörden zu reden. Ich sage, ja, ich bin nicht zuständig. Mit ihnen diskutiere ich nicht. Müssen mit dem schauen, mit dem. Irgendwo ist man im Plan. Also es ist auf jeden Fall so, ich zahle meine Rechnung, ich zahle selber Wohnung und so. Also nirgendwo abhängig. Musst du auch Steuern bezahlen? Ja, ich habe Quellensteuer. Quellensteuer? Ja, Quellensteuer, ja. Das habe ich. Dann sollen sie doch zufrieden sein, wenigstens jemand zahlt auch Steuern oder so. Ja, aber es scheinbar sieht nicht so aus. Okay. Eine Frage noch, wegen Iran, gibt es da auch so, wie sagt man, Abstimmung, man wählt Präsident oder so? Ja, aber das ist alles gefälscht. Gefälscht ja, oder nicht, spielt keine Rolle, aber von wem wird, ich sage jetzt mal theoretisch, Präsident gewählt? Ist das vom Volk? Aber bei uns gibt es nicht einen Präsident, dann gibt es auch noch höhere Macht, oder heißt es der Führer? Ja, das ist so Ayatollah. Ja, genau. Das ist so, religiöser Führer. Ja. Der ist ganz oben? Der ist ganz oben, dann gibt es den Präsident und der Präsident wird durch Volk, also... Vom Volk? Ja. Also. Dominion? Ja. Aber selbst Dominion, was ist der? Ungefähr. Okay. Ja. Ja, ich wollte das einfach mal wissen, weil ich kenne das nicht. Ich kenne viele Perser, die hier sind. Und okay. Allesamt sind wirklich nett, hilfsbereit, man kann gut mit ihnen sprechen und so. Schön. Aber ich war noch nie irgendwie in der Nähe vom Iran und hören tut man immer noch Schlechtes, das ist klar. Ja. Oder? Ja, also momentan läuft auch nicht alles so sauber und prächtig. Hast du noch Verwandte in Iran? Mutter, Vater ist gestorben, als ich da kam. Nach 6-7 Monaten. Also. Kannst du noch mit ihr Kontakt haben? Auf WhatsApp auf jeden Fall. Also, ja. Ja. Sonst hätte ich längst schon meinen Selbstmord gemacht. Also liebe Mutter, muss ich auch mit ihr Kontakt haben. Auf jeden Fall. Aber schon lange konnte ich auch sie nicht, also ich konnte sie auch lange nicht mehr besuchen. Ja, 5-6 Jahre. Ja, und sie kann dich auch nicht besuchen. Nein. Du willst ein Visum oder so, geht das nicht? Also jetzt wollte ich mal versuchen. Am Anfang hatte ich eher kein Geld dafür gehabt. Jetzt wollte ich mal versuchen. Ich muss noch warten, wie mein Aufenthalt und so. Und wenn es mal gut kommt, dann gehe ich sie mal vielleicht in Türkei besuchen oder was auch immer. Wenn du Erlaubnis bekommst, Türkei. Also ich die Grenze überschritte in Türkei oder versuche ich vielleicht in Deutschland oder was auch immer. Aber erst muss ich die Erlaubnis so bekommen, dass ich
aus der Schweiz, einfach aus der Grenze. Mhm. Und jetzt habe ich sie. Ich habe dich vorher, bevor die Kamera gelaufen ist, habe ich dich gefragt, ja, und Liechtenstein? Hast du gesagt, nein. Aber ich sage mal so, für mich, Liechtenstein, es ist über eine Brücke fahren. Ja, genau. Aber das ist auch ein anderes Land, fertig. Ja. Darfst du nicht? Nein, nein. Nein, ich wollte auch mal, ehrlich gesagt, einen Kurs in Deutschland besuchen, oder? Mhm. Das war eine Bartender-School. Und da hatte ich auch 100%ige Gestelle gehabt und ich wollte selber das finanzieren. Das hat 3.900 so ungefähr gekostet, oder? Und ich wollte das selber zahlen. Also ich wollte keinen einzigen Rappen verstanden, also ich hatte auch 100%ige Stelle gehabt. Und nur wollte ich eine Erlaubnis, dass ich einen Monat in Deutschland meinen Kurs aufwohnen und alles wollte ich selber zahlen. Das ist Weiterbildung für die Arbeit, die du hier machst, so? Oder mit ihr in Davos. In Davos, ja. Ja. In der Schweiz. Ja, genau. So, ja. Das konnte mich einfach viel weiterbilden, genau. Ja. Viel, viel, viel. Das war ein Monatskurs, alles vor der Bartender-School und so. Und ich habe das schriftlich alles beantragt und habe ich auch davon gezahlt. Und es ist halt gelernt worden. Warum? Weil du vielleicht in Deutschland verschwinden könntest? Oder warum darfst Nein. du nicht das machen? Ja, das verstehe ich nicht. Warum? Das verstehe ich auch nicht. Verstehst du auch nicht? Nein, verstehe auch nicht. Haben sie eine Begründung gesagt? Ja, oder? Weil ich vielleicht keinen gültigen Pass habe oder was auch immer. Mhm. Ich habe keine Richtung. Weiß ich nicht. Aber die konnten auch mir auf jeden Fall einen Reisepass ausstellen. Und bei, was ich mitbekommen habe, wenn du deine Mutter also todkrank bist, mhm. Das machen die aber bei Weiterbildung und so, haben die das sofort abgelehnt und haben die gesagt, nein. Und auch, es ist auch, am Anfang war es auch so problematisch, auch wenn du eine Stelle gefunden hast. Und ich sage dir, warum, es gab viele Menschen, die nicht arbeiten konnten. Oder du hast eine Stelle gefunden, dann musstest du Probezeit arbeiten. Ja. Oder? Ja. Und du konntest das nicht. Weil du musst erst ein Formular ausfüllen, B1-Formular, dann gibst du das ab, Bewilligung ausgestellt und dann kannst du arbeiten. Und im Voraus darfst du nicht. Also darfst du nicht Probetag machen Nein. ohne Bewilligung? Nein. Also wenn ich, dann, Probetag muss es auf Vertrag sein. Also wenn ich ein Restaurant habe, ja. sage ich, komm mal zwei Tage probieren, ja, arbeiten, darfst du nicht. Nein. Zuerst muss man Bewilligung holen, dass du Probearbeiten darfst. Ja, und da habe ich auch viele Freunde gehabt, oder, die eine gute Stelle gefunden haben, das. Die haben immer, also jetzt sage ich dir ehrlich, ich habe immer gesagt, hey, sag einfach niemandem, geh da zwei Tage arbeiten, dann bekommst du deinen Vertrag und dann tust du die Formulare ausfüllen und so, oder? Ja. Dann hast du die Chance. Dann kannst du auch, dann bekommst du auch Lohn, dann bist du auch nicht mehr abhängig von der Stadt. Also solange dass du deinen Probetag, es ist nicht einmal 4 Stunden oder ein Tag. Es ist wirklich. Es ist einfach mal zum Schauen, wie kann man miteinander arbeiten. Ja, genau. Ja. Und so sagt der dann, Chef schon für einen Probetag so viel Papier. Nein, ja, genau. Und dann gab es viele Menschen, oder? Das, die sagen, ja, Asylzentrum, der Zuständige, ja, ich gehe einen Tag da Probe arbeiten, die haben sofort den Chef angerufen und der Chef hat sofort abgesagt. Nein, der darf in Probe kommen. Vor 4 Stunden. Und weißt du, der Typ hat vielleicht vor denen, die in Asylzentrum, die zu vor dir, ist es völlig scheißegal, weil die haben ihren Lohn, die haben ihr Leben, oder? Und vor einem Typ, der per Monat nur 365 Franken bekommt, ist es, wenn er mal eine Stelle hat, wo 3.000 oder 2.000 Franken verdient, ist es viel Geld, oder? Mhm. Dann ist er auch nicht mehr, es ist auch von beiden Seiten, ist TikTok auf der Stadt, weil der bekommt nicht mehr Geld von der Stadt, ist es nicht mehr abhängig und kann er sich um sein Leben kümmern. Selbstständig leben ohne einfache Arzt. Ja. Also, ehrlich gesagt, wenn du ständig auch Geld von der Stadt bekommst, oder, dann hast du das Gefühl wie ein Bettler. Es ist auch nicht schön, oder? Ja. Aber dann musst du auch gewisse Standards, gewisse Punkte bekommen, dass du irgendwo auch anfangen kannst. Und die Punkte sind nicht einfach exklusiv was, oder? Dass ich auf dich zukomme und sage, gib mir das. Das sind keine Vorteile. Dass du einfach mal 4 Stunden oder einen Tag auch ohne B1-Formular, ohne einfach Bewilligung arbeiten zu können, oder? Es würde ja nicht passieren. Du verdienst in den 4 Stunden. Also jetzt ist es nicht so viel Geld, es hat schwarz sich, und so, sondern es ist nur zum Zeigen, wie kann man arbeiten. Ja, genau. Und es hat sich, glaube ich, in der letzten Zeit viel verbessert, also seit 1 oder 2 Jahren viel. Es ist jetzt online geworden, kann man sofort das beantragen und so. Aber ich weiß es immer noch nicht genau und so, weil ich auch nicht, schon lange nicht mehr im Asylzentrum bin und so. Und bei erster Stelle habe ich viel Probleme gehabt. Und es ist, bis du aus dem Asylzentrum raus bist, dann habe ich auch gute Zeugnisse gehabt und konnte ich sofort, dann musste ich auch nicht, dann war es so einfach, oder? Und heutzutage habe ich auch kein Problem, dass ich wenn ich mir einen neuen Job suche, brauche ich 2 Stunden, dann habe ich das, dann ist es nämlich nicht einmal, ich muss nur ein paar Mails schicken, dann bekomme ich 5-6 Mal eine Zusage, dann ist es auch schön, ja.
jetzt habe ich kein Problem, jetzt ist es voll okay, weil ich auch schöne Referenzen und gute Zeugnisse habe, ja, oder? Aber am Anfang ist es natürlich schwierig, weil niemand kennt dich, oder? Und dann kommen noch die zusätzlichen Sachen dazu, Probleme, wo einfach das, du kommst so. Oder ich habe auch mal Probleme gehabt, dass ich was beantragt habe und es hat eine Woche lang gedauert, 10 Tage gedauert, bis das Bewilligung da gewesen ist. Und der Chef hat mich angerufen und gesagt, hey, ich brauche dich sofort. Und du musst 10 Tage auf Bewilligung warten, oder? Das ist wenn, auch, du, wenn du Bewilligung und es, ich habe auch Freude du gehabt, dass die nach 5, 6 Tagen, der Chef hat auch gesagt, ja, ich habe eine neue gefunden. Aber eben, wie gesagt, du bekommst die Bewilligung jetzt nach 10 Tagen, wenn du hier anfängst zu arbeiten, dann ist illegal. Dann heißt es. Ja, eigentlich darfst du auch nicht arbeiten, solange dass du keine Bewilligung hast. Erst da Bewilligung, dann. Ja, genau. Dann aber jetzt ist es hat sich viel verbessert durch Online und so Sachen, was sie jetzt neulich wie gemacht haben. Aber am Anfang war es so eine. Ja, okay. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuschauern sagen möchtest? Ja, dreimal nein. Dreimal nein. Und das von einem, ich sage jetzt mal von einem Asylant, der sagt, und Schweizer. Einmal dreimal nein. Dreimal nein. Und das ich sage immer, dieses Mal ist es so einfach, die Abstimmung, da muss man nicht viel mehr denken. Weil einfach nein, nein, nein. Alles nein, weil es kommt nichts Gutes dabei raus. Ja, es ist dreimal. Aber es ist fünfmal nein. Weil ich habe momentan so, wegen dieser Corona-Krise ist es mir so gegangen, ich habe jetzt mitbekommen, der Bundesrat, ja, wir wollen nur euer Bestes. Und sie machen immer das Gegenteil. Ja, genau. Sie sagen so und machen es so. Ja. Und jetzt sagen sie, sagt ja. Ja. Dann sage ich nein, weil jetzt haben sie ein Jahr lang so viel Blödsinn gemacht und es funktioniert immer noch nicht. Also, was die jetzt gemacht haben, das hat eine richtige Wirkung auf mein Leben gehabt, das muss ich auch ehrlich sagen. Oder? Ich habe weniger Lohn gehabt, kein Trinkgeld, konnte auch noch arbeiten gehen, oder? Und schau mal, also zum Beispiel, jetzt habe ich die Rechnung für 2500, weil ich Blinddarmoperation gehabt habe, oder? Mhm. Damals, wenn es passiert wäre, okay, konnte ich locker zahlen. Also, ich habe eine tiefe Franche, weil ich jung bin. Aber jetzt, ich habe 5 Monate lang 80% ohne Trinkgeld. Aber ich musste trotzdem alle die Rechnungen noch zahlen, alles war ich. Und das 80, wird langsam auch. Das wird auch hart, oder? Ja. Also ich meine, wenn du, ach, ja, das stimmt, in der Schweiz verdient man recht gut, oder? Aber 4.000 im Gas, 500, 600, bis 5.000 als Kellner kann es sein, dass du auch das hast. Aber wenn du nur 80%, also von einer Wohnung, von einer kleinen Studie zahlst du auch ungefähr 1.000 Stutz. Das musst du auch noch mitrechnen, oder? Und dann hast du Steuer, das, alles was abgezogen wird, dann hast du vielleicht 3.000 netto. Da hast du 5-600, da kommt die Wohnung, die Krankenkasse, das. Und Lebensmittel. Plus noch Franchise und Lebensmittel und so. Du hast kein Auto. Zum Glück. Also ich kann mir nicht das Auto leisten. Ja. Solange das nicht alles wieder aufgeht und so. Und ich war auch knapp dran. Ich habe auch mit dem L angefangen, dass ich meinen Führerschein mal endlich mal mache, oder? Mit 80% muss ich jetzt vergessen. Momentan habe ich gesagt, einfach überleben. Ja, momentan warte ich noch drauf, bis alles aufgeht, bis ich wieder mal trinken habe, also gewisse Standard, dann fange ich wieder damit an. Mhm. Denkst du, das wird jetzt besser im Sommer und im Winter oder geht es wieder von vorne los mit Lockdown und gefährlich und aufhören? Es ist wiederum abhängig von der Welt, also was wir am 13. Juli, 12. Juni machen. Oder? Ja, ich denke nicht unbedingt, weil bis im September können sie ja eh noch sagen, was sie wollen und machen, was sie wollen. Das ist das Schwierige. Also gewusst, im Zweiten Weltkrieg gab es auch so etwas, wie heißt das, Notrecht. Weil Krieg war, dann konnte der Bundesrat nicht immer alle fragen, ja, was wollen wir machen und so. Dann heißt es Notrecht, Bundesrat entscheidet. Ja, okay? Es ist immer noch so, glaube ich. Nein, warte, Achtung. Dann war der Zweite Weltkrieg vorbei. Die Schweiz brauchte 9 Initiativen zum Abstimmen, dass das wieder weggeht, dass wir wieder Demokratie haben. 9 Mal mussten sie sagen, hey, fertig. Und die haben das immer, wie sagt man, missbraucht, ausgenutzt. Also in Deutschland auf jeden Fall, es ist immer so. Als die ganze Geschichte, was ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig stimmt, aber ich weiß es auf jeden Fall so, als einfach die Nazi und alle Geschichten einfach weg waren, es gab keine Friedenvertrag zu unterschreiben. Es gab wirklich keinen. Nein. Und die sind immer noch im Kriegszustand. Ja, habe ich auch gelesen. Und wegen dem, eigentlich, wenn du die Busse auch in Deutschland, das zahlen die fast Leute
freiwillig. Ja. Du musst auch unterschreiben, wenn du Busse bekommst, dass du das freiwillig zahlst und alles, oder? Und wegen dem gibt es auch... Weißt du, Amir, ich lade das Video auf YouTube hoch und wir machen hier keine Verschwörungstheorien. Nein, aber das gibt's aber die Leute, vom Gesetz her gibt es das. Ja, ich weiß. Die haben keinen Friedensvertrag offiziell. Nein, die haben das keine. Gilt immer noch als besetztes Land. Sie haben auch, das hat sogar Schäuble. Also das hat ein Politiker hat auch immer gesagt, wir sind noch besetztes Land. Also ich habe einen deutschen Kollegen, oder? Ich habe auch gesagt, die Deutschen, also die haben keine Person, die haben keine, wenn du auch die Ausweis von Deutschen anschaust, auf Ausweis steht, genauso deutlich Personalausweis. Ja. Die haben keinen Personenausweis, die haben Personal. Wir haben Identitätskarte. Identitätskarte. Aber die Deutschen haben Personalausweis. Und was heißt die Personal? Nicht Personal. Das ist Angestellte. Deutschland ist es immer noch ein großer Gang. Eine große Firma hat auch eine große Firma, zum Beispiel in der Schweiz, hat auch einen Personalausweis, damit sie mal in die Firma reinkommt. Ja, genau. Aber lassen wir also, es gibt auch da Dings, ich weiß nicht, ich will auch gar nicht drüber reden, ob das stimmt oder nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe das drüber nur gelesen. Aber da können die das noch nicht wissen, die können das selber nachschauen. Es gibt auch bei YouTube lernt man alles auf Deutsch, gell? Ja. Ich habe auch mal drüber gelesen, es gibt Deutsche, die eine sogenannte Reichsausweis beantragen. Ja. Wie das mit dem ist und so, das weiß ich nicht. Also, das ist ja auch für gewisse Busse. So in Deutschland gibt es viele Möglichkeiten, um... In Deutschland gibt es viele Möglichkeiten, um etwas falsch zu machen. Ja, genau. Da haben wir es noch besser. Aber ob das also wiederum gut ist oder schlecht, also das ist alles, was eine Spaltung, oder? Ich schaue auf jeden Fall nicht auch gut vor einem Land wie Deutschland. Das haben wir hier in der Schweiz auch momentan mit. Also ich bin auch, das ganze Thema, da wird immer irgendwo gespalten. Die Leute sind gegeneinander dabei. Man kann einfach sagen, hey, wenn du Angst hast, dann nimm eine Maske, zwei Masken, egal wie viel, für dich, mach das okay. Und lass dich impfen, halt Abstand, ich respektiere das, kein Problem. Aber zwingen die anderen Menschen nicht dazu. Genau, weil ich erwarte, ich habe Respekt davor, wenn jemand Angst hat, ja. Aber ich erwarte auch davon, dass er Respekt hat. Ich habe keine Angst davor. Ja, genau. Und wenn ich daran sterbe, okay, das ist meine Sache, Entscheidung. Aber bis dann will ich leben. Ja, genau, bis dann will ich auch leben. Haben wir noch etwas vergessen? Kommt dir noch etwas in den Sinn, was du sagen möchtest? Außer nein, dreimal nein. Also nein, das ist das Allerwichtigste. Allerwichtigste, dreimal nein. Aber der Fußball, wenn du gesagt hast... In dem Fall danke ich dir vielmals danke für das Gespräch. Und falls auch ihr mal Interesse habt an einem Tisch mit mir zu reden, egal über was, meldet euch. Die E-Mail-Adresse ist unten eingeblendet. Und wenn ihr den Kanal abonniert, mit Daumen nach oben und Glocke und einfach alles anklicken, was irgendwo geht, ja, danke ich euch herzlich und wünsche euch viel Spaß. Und hoffe, euch hat das Video gefallen. Amir. Danke vielmals. Danke vielmals. Man sieht sich. Tschüss. Ciao.